Willkommen zurück, Freunde, zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Im letzten Part haben wir die Itachi-Story beendet und nun schlage ich vor, machen wir mit der Kakashi-Story weiter. Die Geschichte von Kakashi Hatake. So, mal schauen, was uns erwartet. Ich denke auf jeden Fall eine Anime-Sequenz. Minato-kun. ここまでだね、 Obito. くそ! Obito hat voll die coolen Flammen-Jutsus drauf. もう少しだったね. そんな、先生いつの間に。ち、また失敗かよ。成長したね、二人とも。それにチームワークをよく分かってる。さて、あとは。このタイミングで。かかし。先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい？いえ、先生相手に二人を守りながら戦うのはきついんで。だから二人がやられるのを待っていたか。 やるね。けどそれじゃ俺に勝てないよ。まだまだ。影分身。未完成だ。これで。決める。言ったろ。俺には勝てないって。かかし、君の負けだよ。そんな、なんて速さなんだ。 実力はすでに常任クラス。あれを仕掛けてなかったら勝負はわからなかった。だが、今の君は。もう少し、か。もう少し。あの頃の俺はもう少しで、先生に認められ、そしてもう少しで本物の忍びになれると思っていた。だがあの頃の俺は、 忍びについて何一つ分かっていなかった。俺はまだ子供だった。Yo、voll krass, hey. 力には自信があった。 Man muss mal überlegen, als die das Glockenspiel gemacht haben, war Obito und Kakashi so alt wie Naruto und Sasuke damals. Und wenn ich mich zurückerinnere, waren Naruto und Sasuke in dem Alter noch nicht so stark wie Obito und Kakashi. Ja, und weiter geht's, ne? Donendai. Ja. Tatoe jibun yori keiken ga ue no shinobi de atte mo. Masani. Manshin ni oborete ita koro datta. Sonna ore ni taishi, itsumo tsukkakatte kita no wa Obito. Ano enshuu no toki mo itsumo to onaji you ni. Alter, wo sind die denn? Mitten auf einer riesen Wiese im Nirgendwo. Es ist Zeit, dass du deine Abtreibung bekommst. Okay, das ist nicht witzig.
Cool, wir spielen jetzt als Kid Kakashi gegen Obito. Sehr schön, dann schauen wir mal, was Kid Kakashi so drauf hat. Ich hoffe, er hat ein paar coole Moves drauf. Als erstes Ninjutsu, Shidori. Ultimate Jutsu. Oh, funktioniert ja alles perfekt. Und Slash. Kill ihn nicht, Mann. Nein, was mache ich denn? Das war ein Versehen. So, ich bin über dich gesprungen, wie ein kleines Äffchen. So, dann schauen wir mal die Packattacke an. Ja, ich muss zu ihm. So. Yay. Und schon ist der Gegner fast tot. Dann schauen wir noch ein paar Kombos. Wie die so sind. Ja, die war ganz cool. Kombo nach oben, wie sieht die aus? Wenn ich es überhaupt machen kann. Wenn mich das Spiel nicht daran hindert. Alter, ging die lange. Alter, jetzt beim Hochschleudern hätte ich noch einen Shidori hinterher machen sollen. Das wäre cool. Sind eigentlich alle aus dem Uchiha-Clan so schwach, Obito? Hey, ich finde Obito ziemlich stark. S-Rang, jawohl. So beginnt die Story ja schon mal ziemlich gut, ne? Finde ich. Speichert. Oh ja. Dieser Ladebildschirm. Er geht schnell auf 100%. Ja, warum denn nicht, ne? Gleich gegen Minato kämpfen. Aber jetzt Jawohl, gegen Minato. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich glaube, die Kakashi-Story ist ziemlich lang, oder? Ja, okay, ziemlich lang ist relativ. Aber im Gegensatz zu den anderen Stories ist mal wieder, glaube ich, eine längere. Autsch. Oh, Alter, der hindert mich aber daran hier. Und... Yay, total episch. Shidori! Autsch. Autsch. Ach so. Musste mich ja schon mal wieder an den Controller gewöhnen. So, jetzt habe ich den Kopf zerschmettert. Jetzt habe ich eigentlich alles gemacht. Warte, eine Luftkombo. Das fehlt natürlich. Lol. Was? Um alles in der Welt war das gerade? Das war echt total crazy. Mitten im Schlag konnte der aufstehen und noch einen Rasengan mir reinpfeffern. So. Das zieht gewaltig was ab. Jawohl. Da habe ich dich noch gepackt, ne? Und? Schade. Uah. Ich bin ein kleines Äffchen. Ja komm, nach hinten sprintet der. Und Kombo nach oben. Oh, schade. Oh, hab kein Tauschschütze mehr. Dann habe ich jetzt diesen Schlag frontal abbekommen. Aua. Ich sollte ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich kein Tauschschütze habe. So, jetzt. Uiuiui. Hat er gerade versucht, seine Rasengan-Attacke zu machen. So. Epischer Abschluss. Ich glaube, nun kommt Kakashis... Erwachsenheit. Geschafft, ich hab dich besiegt, Sensei. Kakashi Hatake. Was für ein Rang? Was? C-Rang? Ey, ich hab Kakashi freigeschalten. Und Minato-Jung? Ja, okay, den schalte ich dann wahrscheinlich in seiner eigenen Story frei. Der hat ja eine eigene Story, ne? Da schalte ich den sicherlich frei. So, was geschieht? それでも、だが、そんな俺を見て、やはり先生は、あの瞳の意味が何だったのか、忍びにとって、俺にとって必要なものとは、ようやく俺がそれに気づいたのは、これより少し時間が経ってからだった。おお。チームワーク。あの時の俺に足りなかったものだ、オビト。 Hey, doch, das... Also vom Auge her könnte das schon Tobi sein. Aber naja, lassen wir uns einfach überraschen, wer es ist. Ja,
そしてあいつもっともあいつらもすぐに理解したわけではない。俺の班に入った直後は本当にひどかった。特にナルトとサスケの二人、あいつらはあの頃の俺と同じだ。だからこそ俺は先生のように手合わせを通し、忍びにとって大切なものを教えることにした。ナルトたちなら俺は二人が秘める可能性を信じていた。Ja, was für ein putziges Gesicht. それはお前だ、ウスラトンカチ。さて、どれほどのものか。Okay. Und los geht der Kampf. Kakashi vs. Naruto. Chris, gleich mal deine Stärke ein bisschen runtergesetzt, ne? Du hast eh schon über 40. Boah, jetzt wäre Shidori cool gewesen, aber naja, was soll's. So, ich mach knallharten Prozess mit dir. Ultimate Jutsu. Episch. Raikin Doppelschleuder. Oder was da auch stand. Naja. Und zack. Und Flammenversteck. Luft. Na, schade. Luftkombo. Boah, der hindert mich einfach daran. Ey, ich hab schon fast kein Torschütze mehr. Alter. Wie hat er das hingekriegt? Der hat einfach meine Kombo abgebrochen und seine dafür durchgeführt. Total fies. Boah, schnell nach hinten. Erdversteck, Jutsu. Ah, Glück gehabt. Ja. Alter, komm. Oh, komm. Nicht nach hinten. Oh, Kakashi. Er hat sich geschützt. Buch lesen. Alter. Ach, komm. Die Packattacke von Kakashi, da kannst du vergessen. Die kannst du vergessen. So, tschüss, Naruto, Mann. Der kleine Naruto-kun. Naja, wenn ich das so gut... Na, wenn du so gut bist... Ach Gott, wie man die Sätze einfach nicht zu Ende lesen kann, ne? Schöner B-Rang. A-Rang kriege ich brutal selten. Wenn ich mal gut bin, dann ist meistens ein S-Rang. Aber A-Rang bekomme ich kaum. Naja, was soll's, ne? Das Spiel speichert so schön. Der Ladebildschirm, genauso schön. Genin ni naritate no mi de, ore aite ni koko made tatakaereba joudeki da. そもそも今回の目的は俺に勝つことではない。チームワークの大切さをあいつらが分かってくれれば成功だった。結果としてはまあ上々と言っていいだろう。おお、eine 1 plus! Komm schon, Kakashi, du hast dich damals viel besser angestellt wie die Banausen. Okay, ich werde jetzt hier den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr einen Daumen nach unten machen wollt, wäre es nett, wenn ihr es erklärt, warum ihr das getan habt, damit ich aus diesen Fehlern lernen kann. Okay, macht's gut, Freunde. Tschüss.